BKW Bundesliga spielt VfL Gummersbach gegen den SC Magdeburg. Das Spiel sahen heute 3.778 Zuschauer in unserer Schwalbe Arena. In der Halbzeit stand es 14:13 zugunsten des VfL Gummersbach. Und das Endergebnis war 28:27 für den VfL Gummersbach. Begrüßen darf ich zu meiner Rechten den Trainer des SC Magdeburg, Georg Svensson. Herzlich willkommen. Und Steffen Stiebler, den Manager oder sportlichen Leiter des SC Magdeburg. Links Emil Kutagic, den Trainer des VfL Gummersbach. Und daneben Frank Flatten, den Manager des VfL Gummersbach. Herr Svensson, wie üblich, Sie dürfen als Erster ran. Schönen guten Tag. Am besten zu Glückwunsch zum Gummersbach mit zwei guten Punkten, wichtige Punkte. Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nach Hause fahre und Punkte. Wir sind nicht gekommen, diese zwei Punkte zu holen. Und obwohl wir haben so viel nicht unser bestes Spiel gespielt, dann haben wir also ganz gut gekämpft, ein ganzes Spiel gut gekämpft. Aber ich glaube, das ist klar für uns. Also es lief dann meistens, wo wir also einfach nicht unsere Torschüsse benutzt haben. Und zweitens, dann haben wir wirklich ganz schlecht, also 6 gegen 5, also Überzahl gespielt, nach vorne und hinten. Und meiner Meinung nach liegt das in diese zwei Dinge. Das Spiel war natürlich schwer. Das Spiel war genauso, wie ich gewartet habe. Gummersbach hat viele gute, starke Spieler. Sind stark hier zu Hause. So, das war klar für mich, also was so uns hier gewartet hat. Aber so nochmal, dann glaube ich, dass wir diese zwei Dinge, dann fahren wir nach Hause ohne Punkte. Danke. Zunächst vielen Dank, Herr Svensson. Jetzt interessiert uns die Meinung von Emil Kutagic. Ihr mir auch von mir Glückwunsch zu zwei Punkten. Wie siehst du das Spiel? Guten Tag. Danke für die Glückwünsche von SCM, aber diese werde ich sicherlich sofort dann an die Jungs weiterleiten, weil sie heute alles richtig gemacht haben. So, ja, alles richtig zu machen heißt nicht, dass wir überragend gespielt haben oder perfekt gespielt haben. Wir haben unheimlich viele Fehler gemacht. Einfache Fehler, Fehlversuche, technische Fehler. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft sich heute präsentiert hat, nach der unglücklichen und unnötigen Niederlage in Erlangen, war wirklich was Besonderes. Und dafür ein Riesenlob an jeden Einzelnen. Wir haben Montag gesessen nach Erlangen und haben uns unterhalten und haben gesagt, so, okay, zwei Punkte sind weg, das Spiel können wir nicht drehen. Und jetzt kommt Magdeburg mit einem super Lauf, wo sie Flensburg fast aus der Halle schießen. Und wir wussten, welche Aufgabe vor uns steht und die Art und Weise, wie wir die Aufgabe angenommen haben, wie wir uns vorbereitet haben. Einfach gut vor jedem Einzelnen und mein Glückwunsch für ein sehr, sehr gutes Spiel. Aus vielen Sichten, ob kämpferisch oder einfach auch vom mental. Wir haben nie aufgegeben, selbst bei zwei Tore Rückstand in der Mitte zweiten Halbzeit, wo ich schon in 12. Minute in der zweiten Halbzeit zweite Auszeit nehmen muss, weil wir drohen ein wenig auseinander zu fallen, wo Spieler zur Auszeit kommen und sagen, so, ich scheiß drauf, wir wollen jetzt diese zwei Punkte holen und das haben sie auch getan. Von daher ein Riesenlob an die Jungs und wie gesagt, war nicht fehlerfrei, aber ich denke, ganz unverdient war es auch nicht und von daher können wir sehr froh sein über zwei sehr, sehr wichtige Punkte für uns und riesen Lob an jeden Einzelnen, angefangen von Lüthi im Tor, der heute eine Weltklasseleistung, super Abwehr, super, also wirklich alles super und eine Sache möchte ich noch zum Abschluss sagen. Ich glaube, jetzt ist meine 9. Saison beim VfL, die Halle habe ich so wie heute nicht erlebt gehabt. Nicht bei Rohrpokalsiegen, nicht bei irgendwelchen anderen großen Erfolgen, aber so wie die Zuschauer heute mitgegangen sind von der ersten Minute, gut ab. Und ich glaube, das ist größte Anerkennung für die Mannschaft und auch für uns alle, die wir bekommen könnten, neben den zwei Punkten, die wir uns einfach heute geholt haben. Danke. Herzlichen Dank, Emil Kutagic. Und nun möchten wir gerne die Meinung der sportlichen Leitung des SC Magdeburg abholen, Steffen Stiebler. Dankeschön,
Erstmal Glückwunsch an Frank und Emir zum Sieg. Ja, wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Also gerade nach dem Flensburg-Spiel kam dann doch schon ein bisschen die Stimmung in Richtung ganz weit nach oben, wo wir natürlich versucht haben, immer schon ein bisschen zu drücken. Weil wir auch wissen, dass es natürlich immer schwer ist, gerade in so einem Traditionsspiel, Gummersbach-Magdeburg. Es wurde ja gerade angesprochen, die Stimmung war sehr, sehr gut, war sehr heiß. Ich glaube, das macht so ein Spiel auch aus. Für uns war es halt heute so, dass wir nicht effektiv genug waren. Also wir haben in vielen Phasen gut gespielt, haben auch, glaube ich, das Spiel gerade in Mitte der zweiten Halbzeit bestimmt, schaffen es aber nicht, uns auf 3-4 Tore abzusetzen und dann bleibt es natürlich eng und in so einem Hexenkessel wird es natürlich nicht einfacher. Und ich glaube, dass heute deutlich mehr drin war für uns, aber Gummersbach hat ihre Chancen benutzt und danach verdient auch mit 28-27 gewonnen. Dankeschön. Vielen Dank, Steffen Stiebler. Und jetzt interessiert uns alle die Meinung des Geschäftsführers des VfL Gummersbach, Frank Flappen. Frank, vielleicht auch noch im Anschluss nach deiner Spielanalyse ein paar Informationen über die Vertragsverlängerungen der drei Spieler, die wir heute bekannt geben durften, über die sich die Halle ja riesig gefreut hat. Ja, schönen guten Tag zusammen. Auch von mir ein Kompliment an die Mannschaft, an die Trainer. Das war heute richtig gut, was wir hier abgerufen haben. Und wir sind nach vorne gepeitscht worden von 3.700 Zuschauern, die Emotionen mit der Vertragsverlängerung gleich mitgenommen haben. Danke für die Glückwünsche zu den Vertragsverlängerungen. Kann man eigentlich nur sagen, dass wir sehr, sehr früh in dieser Saison die Weichen für die nächste Saison schon stellen konnten und haben die Verlängerungen heute bekannt gegeben. Marc Bult 2 Jahre, Florian von Rochala 3 Jahre und Raul Santos, wo wir sehr glücklich drüber sind, auch 2 Jahre in Gummersbach zu bleiben. Und das unterstreicht eigentlich die Entwicklung, die der VfL hat. Wir wollen eine Perspektive schaffen und ich glaube, dass die Spieler auch erkennen, dass wir diese Perspektiven haben und die wollen wir uns Schritt für Schritt weiter erarbeiten. Und heute war es ein sehr, sehr schöner Handballtag in Gummersbach. Dankeschön. Vielen Dank an Frank Flappen. Und jetzt, meine Damen und Herren,